Willkommen zurück. Da wir uns in den letzten Wochen ja relativ viel mit Erkenntnistheorie beschäftigt haben, will ich euch heute einen anderen Bereich der Philosophie vorstellen, die Moralphilosophie. Wie bei Erkenntnistheorie werde ich zu diesem Zweck erstmal die wichtigsten Bereiche des Felds vorstellen, aber vorab, was ist Moralphilosophie eigentlich? Grundsätzlich erst einmal nur die Wissenschaft über die Moral, wir sprechen hier also von Ethik. Im Feld dieser Begrifflichkeiten gibt es dann die sogenannte Metaethik, deskriptive Ethik, angewandte Ethik und die normative Ethik, aber diese Termini kann man leider relativ leicht durcheinander werfen, deshalb eins nach dem anderen. Moral fasst die Handlungsmaximen, also die Grundsätze moralischen Handelns, zusammen und ist ein Ausdruck deren Gesamtheit. Ein sozialer Raum, der nicht von einem bestimmten positiven Verhalten miteinander bestimmt ist, droht schon aus Prinzip auseinanderzufallen. Aber auch wenn dies geschieht, herrscht eine bestimmte Moral, wie etwa das Recht des Stärkeren. Ethik befasst sich grundsätzlich erst einmal mit den Gründen und Bewertungen moralischen Handelns und untersucht moralische Leitsätze auf ihre Gültigkeit. Metaethik versucht, die metaphysischen, also dahinterstehenden Aspekte der Moral zu ergründen, gibt dabei aber keine Maxime oder Bewertung vor. Und hier kommt die deskriptive Ethik ins Spiel. Sie dient dazu, moralische Grundsätze zu beschreiben und darzustellen, gibt aber auch wieder keine Bewertung ab. Dies geschieht erst im Bereich der normativen Ethik. Normative Ethik wird angewandt, um Handlungen zu bewerten und Rahmenbedingungen, also Normen moralischen Handelns, zu schaffen. Hier werden entweder Handlungen oder ganze Theorien bewertet und infolgedessen auch eigene Grundsätze gefunden. Der Anspruch an einen moralischen Leitsatz ist hierbei stets die Allgemeingültigkeit. Denn so sehr meine eigenen Maximen meine Moral sein können, so wenig bedeutet das für die Gesellschaft. Hier muss man den klaren Unterschied zur angewandten Ethik fassen. Auch wenn in der normativen Ethik einzelne Handlungen betrachtet werden, geschieht dies immer auf einer theoretischen Basis. In der angewandten Ethik geht es dagegen darum, moralische Leitsätze auf konkrete Fälle anzuwenden, anstatt Leitsätze zu schaffen. Ein Beispiel wäre die Frage, ob ein Schwangerschaftsabbruch legitim ist und warum. Ein moralischer Konflikt besteht, wenn zwei Handlungen für eine Situation zur Debatte stehen. Um beim Beispiel zu bleiben, nein, es darf nicht abgetrieben werden oder eben, ja, es darf abgetrieben werden. Hierbei ist der Begriff des Dilemmas wichtig. Ein Dilemma besteht, wenn zwei mögliche Handlungen in einer moralischen Frage zu einem gleichsam negativen Ergebnis führen, auch bekannt als Zwickmühle. Ein klassisches Beispiel wäre das Brett des Karneades. In einem Sturm kentert ein Schiff. Zwei Männer überleben. Im aufgewühlten Wasser treibt ein schmales Brett, das allerdings nur einen der beiden retten könnte. Würden beide Männer versuchen, über Wasser zu bleiben, würden sie ertrinken. Einer der beiden entschließt sich, den anderen zu töten, um sich selbst zu retten, und überlebt. Der Mann stand hier also vor der Entscheidung, entweder sein eigenes Leben für das des anderen zu opfern oder den anderen umzubringen und selbst zu überleben, was in beiden Fällen einen für ihn letztendlich negativen Ausgang gehabt hätte. Der Begriff des Dilemmas wird auch oft verwendet, um eine Situation zu beschreiben, in der zwei gleichsam moralische Handlungen zu einem unerwünschten negativen Ergebnis führen. Die Moralphilosophie umfasst weiterhin viele oftmals gegeneinander stehende Felder, wie etwa Utilitarismus, Pflichtethik, Gesinnungsethik oder Hedonismus. Da ich in diesem Video nicht auf alle Felder eingehen kann, werde ich an dieser Stelle nur auf die beiden am häufigsten genutzten Beispiele Pflichtethik und Utilitarismus eingehen. Wie immer werden wir auf alles andere in weiteren Videos spezieller zu sprechen kommen. In der Pflichtethik geht es darum, aus der Pflicht heraus basierend auf bestimmten Grundsätzen, wie etwa du sollst nicht töten, zu handeln. Bewertungen sind hier genauso wenig entscheidend wie das eigene Gefühl. Wenn ein Grundsatz feststeht, ist diesem zu folgen. So dürfte man aus dem Grundsatz heraus, du sollst nicht lügen, nicht einmal dann zuwiderhandeln, wenn unabdingbare negative Folgen abzusehen sind. Die Frage, ob eine solche Handlung auf Basis des Grundsatzes, du sollst nicht töten, das eigene Leben oder das andere gefährden darf, oder wie allgemein die Gewichtung bestimmter Grundsätze zu sehen ist, werden wir noch an anderer Stelle behandeln. Einer der bedeutendsten Pflichtethiker ist Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ. Handle stets so, dass du selbst wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns zum allgemeinen Gesetz werde. Der Utilitarismus hat hier ein fast vollkommen anderes Bild. Nach Bentham beispielsweise müssten mögliche entstehende Freude und Leid auf kurz-, mittel- und langfristiger Basis gegeneinander abgewogen werden. Ein gewisser Pragmatismus kann dem Utilitarismus von daher nicht abgesprochen werden. Bei Bentham würde die sogenannte Benthamsche Skala zu Rate gezogen werden, auf der minus 10 das größtmögliche Leid oftmals als Sterben definiert und 10 die größtmögliche Freude darstellt. Damit eine Handlung gut ist, müssten alle Werte addiert am Ende ein positives Ergebnis erzeugen. John Stuart Mill erweiterte dieses Konzept später noch um die Qualität der Freude und des Leids. Das war es soweit erstmal zu den Eckdaten. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen aus dem Video mitnehmen und wir sehen uns dann zu den Theorien in späteren Videos. Bis dann!